Weißt du noch, wer genau? Ich glaube, in dem Zustand kann ich... Weißt du noch, wer genau? Hallo. Kann ich was für dich tun? Ja, ich will eine Knarre kaufen und dich umnieten. Ja, genau wie dieser andere Typ. Welcher andere Typ? Weißt du, wie er heißt? Glaube nicht. Der hat es eilig. Weißt du noch, wie er aussah? Woher soll ich das wissen? Kann mir nicht jeden Besoffenen merken, der eine Knarre bei mir kauft. Tja, was, wenn dich jemand ausraubt? Ist noch nie passiert. Außer... Warte mal. Oh Mann. Ich werd ständig ausgeraubt. Ach du helle Leute. Erinnerst du dich an den Typen, der die Knarre gekauft hat? Hallo? Kann ich was für dich tun? Okay. Der Typ mit der Knarre, verdammt nochmal. Wer war das? Ey, mach mich nicht an, ja? Hab schon gesagt, dass ich mir Gesichter nicht merken kann. Besonders besoffene Gesichter. Sehen für mich alle gleich aus. Aber wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hilfst, weiß nicht, wenn du was hättest, was mich an den Typen erinnert, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Ja, genau. Wir haben gar nichts von Matt. Hier. Wer braucht denn die? Naja, eine Menge Leute, schätze ich, aber ich gebe die trotzdem nicht her. Die interessieren mich nicht mehr. Warte mal, die Zeitung doch hier. Da ist er doch drauf. Ich bin doch hier nicht der Zeitungslieferant. Alter Typ, ne? Ja, dann hat sich das erledigt. Mel ist hinüber. Glaub nicht, dass er mir helfen kann, wenn ich seinem Gedächtnis nicht etwas auf die Sprünge helfe. Rollerblades. Das konnte ich noch nie besonders gut. Ja, das glaube ich dir auf Anhieb an, dass du noch nie was besonders gut konntest. Echt, wir haben ein Problem. Was sollen wir... Das muss nicht... Nee. Wir haben hier zig Zeitungen, aber können ihm keine überreichen. Eben Kleister und wieder rausgeklickt. Amazon. Ach, außerdem. Ja, komm. Ja. Haben wir zu Hause ein Bild von ihm oder was? Oder im Clayton ist ein Kotzbild von ihm. Irgendwas, was an Matt erinnert, ja. In seiner Wohnung ist ein Bild von ihm. Durften wir aber nie mitnehmen. Schön, nicht? Jetzt hätten wir es gebrauchen können. Ja. Hier ist auch nichts. Hinaus. Hinunter. Was von Matt? Nichts für mich drin. Nö. Ich dachte hier, Mrs. Oh Gott, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Das ist scheiße, wenn man auf den Namen nicht kommt. Okay, wohin? Ja, nochmal zu Matt. Warum? Weshalb? Mrs. McConey, jetzt habe ich es endlich.
Aber doch, warte mal. Vielleicht können wir jetzt mit der lamentierten Psychiaterkarte die Tür öffnen. Ja, können wir. Bild von Matt. Mitnehmen. Matt sieht auf dem Bild nicht gerade gut aus. Eigentlich will man kaum hinschauen. Auf nur Mel kann sich erinnern. Jawohl. Wir können noch einmal in die Küche gehen, vorsichtshalber. Hier ist alles beim Alten. Hat sich nichts getan. Hey, wo kommst du jetzt her? Ich will wissen, wer du bist und was zum Geier du hier treibst. Ich verwette meine Marke, dass du hier nichts zu suchen hast. Naja, wissen Sie, ich... Weißt du, mir reicht's jetzt schon mit dir. Du bist festgenommen. Was? Glaub nicht. Glaub ich nicht, Kumpel. Ah, nicht? Nee, ich war hier immer willkommen. Das ist schwer vorstellbar. Warum hassen Sie mich denn so? Sie kennen mich nicht mal. Ich sehe das an deinen Augen. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich verachte dich. Und das wird sich auch nicht ändern. Okay. Warum bin ich festgenommen? Weil's mir Spaß macht. Reicht das? Haben Sie mal überlegt, dass mich auch jemand, der hier wohnt, eingeladen haben könnte und ich jetzt nur nach Hause gehe? Nein, das steht dir ins Gesicht geschrieben. Du hast irgendwas vor. Ja, ja. Okay, ich beweise es. Ich hole meinen Freund und er kann es Ihnen bestätigen. Du solltest mich lieber nicht verscheißern. Glaub mir, du willst keinen Ärger mit mir. Natürlich nicht. Okay, wir nehmen den Hinterhof. Scheiße, ich muss hier raus. Ist ja wohl klar, wieder durch die Küche. Und durch unseren improvisierten Ausgang. Scheiße, Alter! Wer zum Geier bist du? Und wo zum Geier kommst du her? Wir kriegen hier noch ein Herz, Kaspar. Weiß nicht. Ich glaube, ich habe Gedächtnisverlust. Gedächtnisverlust? Ja? Tja, hier ist leider abgesperrt. Du musst wohl warten, bis wir hier fertig sind. Oder bis dir wieder was einfällt. Was? Kommt schon, ihr macht ja nicht mal was. Wir führen hier eine intensive Tatortuntersuchung durch, mein Junge. Ja, wir wollen auf keinen Fall was Wichtiges übersehen. Was ist denn hier überhaupt los? Warum ist hier abgesperrt? Irgendjemand hat wohl den Luftballontypen umgelegt. Was? Er ist tot? Nee, war knapp. Aber er lebt. Warum fragst du? Weißt du irgendwas über die Sache? Du kennst den Typen, stimmt's? Ich keine Ahnung. Sie wissen ja, Gedächtnisverlust und so. Klar kenne ich den. Ich habe jeden Tag ein paar Ballons bei ihm gekauft. Ich? Keine Ahnung. Sie wissen ja, Gedächtnisverlust und so. Stimmt ja, hast du erwähnt. Fall abgeschlossen. Tja, wie auch immer. Der Typ hat eine beinahe tödliche Dosis Helium eingeatmet und sein Hirn hat nicht mehr genug Sauerstoff gekriegt. Shit, das ist nicht gut. Nee, mein Junge. Ist es gar nicht. Tatsächlich haben wir diese Kisten hier gefunden, als wir die Straße abgesperrt haben und... Tja, wir haben sozusagen den Jackpot geknackt. Antike Sammelkarten, Föderationsuniformen, ein paar Replikas von berühmten Schwertern, eine wahre Goldmine. Da sollte wohl eine Sammelbörse stattfinden. Aber nachdem sie abgesagt wurde, haben sie den ganzen Krempel einfach weggeschmissen. Also ja, nochmal zum Mitschreiben. Ihr durchwühlt hier lieber den ganzen Sammlerschrott, anstatt an einem Fall zu arbeiten? So kann man es wohl ausdrücken. Man kann aber auch sagen, wir haben gerade einen scheiß Wonderboy gefunden und müssen den jetzt dringend ausprobieren. Dafür braucht ihr wohl eine Konsole. Ne was? Eine Konsole. Ihr wisst schon, wie soll man sonst Wonderboy spielen? Wir reden gar nicht von dem Wonderboy, Junge. Hast du noch nie was von Costners legendärem Baseballschläger gehört? Ich mag ja so Retro-Sachen. Aber das ist mir zu retro. Ach, was weißt du schon. Man kann ja sagen, was man will, aber ihr seid diejenigen, die hier gerade was klauen. Mal echt jetzt. Ich muss aus der Gasse hier raus. Seid ihr die Einzigen, die an dem Fall arbeiten? Na gut, dann macht's mal schön weiter. Mal echt jetzt. Ich muss aus der Gasse hier raus. Tut mir leid, Junge, da musst du wohl warten. Und das hier dauert eine Weile. Alter. My life. Man kann ja sagen, was man will, aber ihr seid diejenigen, die gerade was klauen. Wenn der Eigentümer nicht will, dass das Zeug jemand nimmt, sollte er es nicht auf die Straße stellen. Ja, genau das sagen Autodiebe auch immer. Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sag dir mal was. Wir sind immer auf der Seite der Gerechtigkeit. Mhm. Wenn wir uns ab und zu mal was an unseren Einsatzorten ausborgen,
Dann doch nur, weil wir nicht so viel verdienen wie Grissom oder Horatio. Außerdem ist das nur Müll, der hier in der Seitengasse rumliegt. Wir haben nicht gerade jemanden dafür verdreschen müssen. Naja, du hast diesem Jungen eine gescheuert und ihm gesagt, er soll sich verpissen. Der wollte das Teil, das ich zuerst gefunden hatte. Ja, jedenfalls. Ich glaube, das ging vielleicht einen Schritt zu weit, Partner. Seid ihr die Einzigen, die an dem Fall arbeiten? Nee, der Sarge ist bei den Ermittlungen federführend. Ja, aber der ist in die Wohnung von diesem Betrunkenen. Es sind immer die Besoffenen, die den meisten Ärger verursachen. Ja, das glaube ich auch. Na gut, dann macht mal schön weiter. Okay, aber du bleibst schön hier. Wir haben doch einen Ball. Hey, warum probiert ihr den Wonderbat nicht aus? Was schwebt dir vor? Weiß nicht. Kann einer von euch den Ball treffen? Ned, du hast schon seit Jahren keinen Baseballschläger mehr in der Hand gehabt. Du kommst ja nicht mal zu den Spielen gegen die Feuerwehr. Na und? Willst du sagen, dass ich's nicht mehr drauf hab? Sagen? Singen will ich's. Vierstimmig, wenn's sein muss. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na dann lass jucken, Junge. Und Strike! Shit! Warte, muss nur erst warm werden. Klar, Mann. Haben wir den wieder? Nein. Jo. Da haben wir wieder einen. Ball. Okay, nächster Versuch. Du verschwendest deine Zeit, Junge. Halt die Klappe, Ted. Los doch, zeig, was du drauf hast. Fertig? Und Strike Nummer 2. Fuck! Verdammte Scheiße, irgendwas stimmt mit dem Schläger nicht. Ich dachte, das wäre der Wonderbat. Junge, nerv mich nicht, weil ich nämlich einen Taser hier habe und der will Action sehen. Okay, das wird nicht nötig sein. Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Das war nur ein Witz. Okay, okay, versteh schon. Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht, der ist schon etwas unbequem. So sieht's aus. Ich könnte ihn eine Weile halten. Okay, machen wir. Scheiß drauf. Hier ist das Teil. Hab dich. Was soll das Gekicher? Nichts. Mir ist gerade nur ein Witz eingefallen. Junge, du bist nicht ganz sauber. Ja, das höre ich andauernd. So, jetzt können wir die beiden doch lahmlegen, indem wir hier das Wasser tasern, oder? Nee, doch nicht. Ich habe nur einen Versuch und der muss sitzen. Kiste. Ball? Willst du es nochmal probieren? Lass stecken, Junge. Du siehst doch, dass er nichts mit dem Baseballschläger drauf hat. Halt die Schnauze, Ted. Ich war 2. Junior State Champ. Ja, das ist aber eine Weile her. Hey, nicht schwätzen, schlagen. Echt? Leg los, bin bereit. Ach, wie ich diesen Klang liebe. Was habe ich gesagt? Was? Ich habe dir gerade deinen kleinen weißen Arsch versohlt. Who's your daddy? Ich wusste, dass du das drauf hast, Ned. Hab dich nur ein bisschen anheizen wollen. Ja. Weiß ich doch, Mann. Und danke dafür. High five. Ausgeschaltet. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Cops zu tasern. Aber wie komme ich hier sonst weg? Eben. Nein, ich wollte, dass du die Kamera mitnimmst. Ah, oh, scheiße. U-Bahn. Wo wollten wir jetzt denn eigentlich? Mel. Die Situation gerade hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. So, Mel soll sich dran erinnern, dass Matt bei ihm die Knarre gekauft hat. Mel! Ah. Hallo, kann ich dir helfen? Ja, ich brauche eine Milch und eine Tüte Chips. Sofort, Kumpel. Warte mal,
Werkzeugzeug habe ich gar nicht, oder? Geht's dir besser? Schau dir doch mal dieses Foto an. Geht's dir besser? Eigentlich nicht. Im Moment weiß ich zum Beispiel gar nicht, wer ich bin. Ich betreibe so einen kleinen Laden, oder? Naja, du versuchst es jedenfalls. Schau dir doch mal dieses Foto an. Warum bist du ein Bulle? Das Zeug bei mir im Lager gehört nicht mehr. Schau dir einfach nur das scheiß Foto an, Mel. Ich kenn den Typen. Endlich ein Fortschritt. Woher kennst du den? Der war wohl vor einer Weile mal hier. Ja, ganz sicher. Super. Hat er was gekauft? Hat er was gesagt? Er hat den heftigsten Revolver auf Erden gekauft. Den Magnumatic 9000. Oh oh. Und er sagte, er wollte... Er wollte Randall Hicks umnehmen. Genau das war's. Und so etwas konntest du dir nicht merken? Aber wer ist Randall Hicks? Hat er gesagt, wo er hin wollte? Tja, vielleicht zur Wohnung von diesem Randall. Weißt du, um den umzulegen. Würde ich jetzt einfach mal raten. Okay, wir müssen nach Hause. Und werden, ja, Zeuge, wie Matt uns umnieten will. Ich hoffe, der tut es nicht. Matt, wir wollten das doch nicht. Ja, Treppenhaus. Oh oh. Hallo, Randall, ich bin's, Matt. Wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens? Tja, ist ja auch egal. Wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Zugegeben, wir hatten eine geile Zeit zusammen, obwohl du ein Idiot bist. Aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten. Wir waren unzertrennlich. Dann kam Sally und es wurde sogar noch besser, bis du beschlossen hast, alles in die Scheiße zu reiten. Was zum Geier hat dich geritten, Mann? Du warst früher echt mal cool. PS? Ich hab gelogen. Bin gar nicht tot und warte mit einer Knarre auf dich auf dem Dach. Lass mich nicht zu lange warten. Ich habe hier 6 kleine Freunde, die allesamt schneller sind als du. Scheiße. Wir können auch nicht... Ja, dann gehen wir aufs Dach. Weil wir eh nicht in die Bude können. Endlich habe ich dich gefunden, Matt. Bitte, ich weiß, was du denkst, aber ich muss dir das erklären. Bevor du irgendwas sagst, es tut mir so leid. Sollen wir zum Clayton's ein paar Bier zischen? Wir könnten uns ein bisschen ums Leben und Tod unterhalten. Achso. Wow, Matt, geile Knarre. Kann ich mal sehen? Bevor du irgendwas sagst, es tut mir so leid. Du verdammtes Arschloch! Du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt. Und auch noch mit meinem eigenen Ring. Ich schieß dir die Rübe runter. Matt, es ist nicht, wie du denkst. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Ich hab gar keine Zeit, das zu bereuen. Ich blas mir die Birne weg, gleich nachdem ich dich umgelegt hab. Oh. Oh. Ja, ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen. Gott, wenn ich nur daran denke, wird mir kotzübel. Matt, komm schon, ich kenn dich doch. Wenn dir schlecht ist, liegt's nur am Alf. Warum reden wir nicht einfach über alles? Wie 2 gute Freunde. Du und ich. 2 gute Freunde. Freunde? Du spinnst wohl. Ein Freund würde mir nie so etwas antun. Niemals. Wo er recht hat, hat er recht. Das war ich nicht selbst. Ich war vom fiesen, ektoplasmischen Wesen besessen. Tja. Du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Ganz ehrlich gesagt, ja. Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Nee, Junge. Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu traumatisieren, ist eine Sache. Aber dem besten Freund die Freundin ausspannen? Da geht's um Gefühle, Randall. Gefühle! Weißt du überhaupt, was das ist? Matt... Du weißt, dass ich dich liebe, wenn du betrunken bist. Aber gerade fällt mir auf, dass du echt langweilig bist, wenn du betrunken bist und Liebeskummer hast. Denk doch mal nach. Was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen?
Du musst doch einsehen, dass das keinen Sinn ergibt. Ach komm schon, Matt. Wir beide waren schon immer Freunde. Sollen wir uns von irgendeiner...